Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Cross the South Park Stick of Truth, meine Damen und Herren, wo wir heute natürlich erstmal gucken wollen, was Al Gorington denn so in seinem tollen Al Gorington Storage zu tun hat. Kevin Stoley möchte was von mir. Ja, da wollen wir mal gucken, wir wollen hier schon. Sei gegrüßt, Mensch, dies ist eine eingehende Transmission von der USS Kenny. Kevin, wir umkreisen aktuell die Erde und sind bereit, Photonentorpedo-Unterstützung zu leisten. Kevin, Ende. Okay, Kevin, ernsthaft. Seriously? Es gibt in Saron keine Verfickte. Wer sagt denn dieses Wort? Also bitte, Cartman. Raumschiffe, okay. Es gibt nur Menschen und Elfen, die haben keine verfickten Phaser. Sie haben Schwerter und Pfeile. Vergib mir, Admiral. Meine vulkanische Hälfte bewahrt mich nicht immer davor, unlogische Dinge zu tun. Okay, wir nehmen das dann mal wieder so hin, meine Damen und Herren. Gott sei Dank bin ich, ich wollte hier nicht hin, danke der Nachfrage. Bin ich damals nicht in dieses wunderschöne Gebäude hier eingedrungen. Wahrscheinlich wäre ich sowieso nicht allzu weit gekommen, weil ich den Schlüssel da noch nicht hatte. Also, den machen wir dann aber jetzt. Also, pass auf. Jetzt kommt hier, die Perspektive ist irgendwie, eigentlich müsste ich doch auf der anderen Seite der Leiter runtergehen, oder? Ist egal, wir akzeptieren das so. Wir akzeptieren das so und nehmen das so hin, weil das ist unsere Aufgabe, Alter. Hi. Bist du Al Goringtons Haus, Alter? Bist du Al Goringtons Haus? Was geschieht hier? Ich möchte es gerne aufmachen. So ist auf. Aber ich kann trotzdem nicht rein. Das ist sehr, sehr schade. Aber okay, dann. Entschuldige mal bitte, du Randale, Bruder, Alter. Gehen wir halt wieder. Schade eigentlich. Ach, da bin ich nicht jedes Mal über die verfickte. Wer sagt denn schon dieses Wort? Über die verfickte. hier, Dingsbums, Brücke da gehen muss, ja. Das macht Sinn. Da bin ich. Ist das wieder so ein Penner hier? Ich rede hier nicht, das ist wieder so ein Penner. Nein, ich dachte, warte mal, da oben. Was für eine Papprolle? Ach, hier kann ich rein. Ach so. Ach, hi. You have trigonometric chaos alert. And now the Earth shall be destroyed in 10 seconds. 10. 9. 8. 7. Ich werde sterben. 5. 4. Ich werde sterben. 3. 2. Jetzt geht's 1. los, jetzt komm. Nothing! Oh. And now all these lights and electrical equipment you see are on and will never be turned off. Oh mein Gott. Draining the Earth's entire power supply and plunging humanity into a deep cold darkness. Without okay. Lights or heat or computers or power, humans will be left to fend for themselves against the beasts and the elements. Humanity be damned! Ha ha ha! Was auch immer, hallo. Dougie spoke of you and says you'd make a worthy ally. Danke. Es wird schon später noch irgendeinen Grund haben. Kopf der Powell-Statue. Schön, dass ich dieses Ding auch gefunden habe. Sehr schön. Das wird mit Sicherheit noch. Das ist sehr modern im Moment. Super evil, super cool, super genius. Ja, der, also quasi mich. Sehr schön. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich. Dass das nicht der Ort ist, an den ich gehen soll. Hi. Kann ich hier runter? Nein, ich kann nicht hier runter. Aber die Katze! Ich möchte die Katze fangen! Darf ich die Katze fangen? Ich darf die Katze nicht fangen. Nichts darf ich. Alles ist traurig und ich werde weinen. Indigo-Blaue, ja? My little Indigo-Girl. I'm blue dabei, die und den ganzen guten Kram. Ich weiß immer noch, mit den Dingen? Irgendwas muss. Hat es mit denen ja logischerweise auf sich. Aber dann ist egal. Dann später. Wie kann ich hier rein? So. Macht Sinn. Ich möchte den Hund da unten haben. Winged Terror, ja? Dann ist alles okay. Wenn es weiter nichts ist, Chaos-Computer. Den habe ich auch. Also davon habe ich sogar direkt mehrere, Alter. Davon geh mal aus. Kann ich noch nichts mitmachen, ne? Okay, gehen wir davon aus, dass das später noch irgendeine Bewandtnis haben wird, was hier so vonstatten geht. Hoffe ich. Ansonsten, danke dafür. Hi. Schlüssel zu Mackies Einheit. Wer auch immer dieser Ach, Mackie! Ach, ist er auch in dem Spiel? Hi. This is very interesting. The sensors have picked up Man Bear Pig underneath the ground of South Park. If you know anywhere you can get underground, go there at once and run this defibrillator. Ich soll irgendwie unter Land gehen, ja? Super secret keep out. Ach, hier darf ich nicht rein. Ich brauche das Hinterzimmer, den Schlüssel zum Hinterzimmer zu Al Gores verfickten. Okay, dann werde ich von mir mich auf die Suche machen und so. Wie komme ich denn jetzt unter Erde? Wird mir das jetzt direkt auf meinem Map Screen wieder angezeigt? Wahrscheinlich schon. Ich gehe mal davon aus, so wie ich dieses Spiel hier einschätze. Erreiche einen idealen Punkt unter South Park, um den Defibrillator einzusetzen. Was ist denn optimal? Wird mir das angezeigt, was optimal ist?
finde übrigens auch schön, dass eine Quest ist, finde Jesus und mir angezeigt wird, wo Jesus ist. Also wenn ich möchte, kann ich Jesus sehr, sehr schnell finden. Hier nämlich. Das werden wir, glaube ich, als nächstes Mal machen, weil mich würde mal interessieren, was dieser Mann mir so zu erzählen hat. Wo ist denn jetzt ein optimaler Punkt unter South Park? Ist das hier? Das ist da. Was ist denn da? Ist da so ein. Ach, egal. Wahrscheinlich ja. Der kleine, der Gullideckel, der da auf der Minimap, auf der Mini-Anzeige Dingsbums da schon angezeigt wird. Na, mal gucken. Ich werde jetzt, glaube ich. Ich glaube, ich gehe jetzt mal zuallererst mal kurz zu Jesus. Das interessiert mich gerade. Ich habe Lust, Jesus zu finden, Alter. Weil Jesus, du warst echt okay. Das waren noch die Zeiten. Like, comment und subscribe, wenn irgendwer dieses Lied noch kennt. Ja. Wie alt ist dieser Mann eigentlich? 96. Die einfache Antwort. Deutlich einfacher. Was? Als erwartet. Hehehehe. Spielen wir jetzt Verstecken, Mr. Jesuington? Der klang aber sehr, sehr nah. Der klang sehr, sehr nah. Hi. Ich habe Jesus gefunden. Hurra! You found me! Next time finding me won't be so easy. Natürlich nicht. Danke. Ah, ist das so eine Sidequest, wo ich jetzt die ganze Zeit Jesus suchen muss, ja? Lass mal, da, ich hab hier genug Strahler bei 30 Grad Außentemperatur. Ist nett gemeint, danke. Ist warm genug. Danke der verfickten Nachfrage. Kann ich jetzt irgendwelche lustigen Sachen machen? Ich finde es sehr, sehr angenehm, dass die Sachen, in die ich reingucken kann, gelb markiert sind. Das ist vermutlich eine der angenehmsten und konventionellsten Sachen, die ich jemals... Das ist also ein Hollywood-Bart, ja? So sehen Hollywood-Bärte aus, dann habe ich ja verdammt gute Karten, Alter. Das ist sehr, sehr schön. Da freue ich mich doch sehr drüber, Alter. Beziehungsweise wusste ich natürlich, weil St. Petrus ist ein Item. St. Petrus ist ein Item, das ich einfach verscherbeln kann. Das ist schön. Geist. Ja, St. Petrus, Alter, und Hollywood-Bärte, Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich diesen Raum betreten, weil ansonsten wüsste ich ja jetzt gar nicht, was ich für einen coolen Bart habe, Alter. Amen, auch. Das wäre ja fürchterlich schade. Ach nee, Quatsch, die Tür ist ja nicht gelb, ja. Sehr, das gefällt mir. Das könnten mehrere Spiele so machen. Nein, ich werde mit euch nicht... Ach, weißt du was, komm. Ach, weißt du was, wenn ihr schon mal so steht. Ich meine, ihr sollt ja irgendeinen Sinn, sollt ihr ja auch haben, ne, also. Fresse, Alter. Okay, also ich bin sehr, sehr froh über meine tollen neuen Waffen immer noch. Da bin ich sehr, sehr glücklich mit. Was für ein Voll? Willst du mir etwas sagen, dass ich volltrunken bin? Möchtest du mir das damit etwas sagen? Ich glaube, Mr. Spielingen, wir werden so aneinander geraten. Elfenohren und Basketballkarten. Früher habe ich auch mal Karten gesammelt. Das war eine ganz feine Sache. Aber keine Sticker. Aber das haben wir auch schon mal. Warte mal, der Typ, den ich überall... Geh bitte aus dem Weg, du scheiß Busch. Saß der nicht hier auf einer Bank? Wo ist denn der Typ jetzt? Ich dachte, er säße vor seiner verfickten Kirche. Entschuldige mal bitte, du kannst doch nur einfach abhauen, Alter. Was glaubst du, wer du bist? Ach nee, der saß in der Tat vor der Halle, ja. Ich glaube, warte mal. Moment. Warum nicht? Aber warte mal da. Guck mal, was wir alle finden. Das ist ja unglaublich. Mach mal hier den hier, genau. Ha! Und das alles für einen Machttrank in Go. Wobei, 2,4, also 2,4 $. Hi. Man kann schon mal Polizisten einfach einen in die Fresse hauen. Ist kein Thema, Alter. Als Kind darf man das. I'm just a kid and my life is a nightmare. Hi. Do not despair, for many find Jesus only to lose him later. Natürlich. But the soul that does not abandon its search will surely be rewarded with his company. Remember that. Kriegen wir hin. Ist jetzt die Quest vorbei oder? Ja, finde Jesus nochmal. Danke. So, ich möchte deine Puppe haben. That was so amazing, what you did for me. Ach, du bist da. Ja, stimmt. Ich kann mich erinnern. Warte mal, kann ich jetzt mit diesem Hammer? Ich habe gerade gesehen, dass ich... Oder vorhin mal irgendwann gesehen, dass ich irgendwas, was so geglänzt hat, jetzt kaputt hauen kann. Liegt das an der Waffe? Habe ich jetzt eine stärkere Waffe und kann das jetzt? Ich kann das jetzt. Lacht das wirklich an der Waffe? Interessant. Unordentliche Gesichtsbemalung. Ein Vogelnest. Habe ich jetzt ein Hollywood-Bart oder habe ich ein Vogelnest? Ich plädiere für Hollywood-Bart, eindeutig. Da brauchen wir gar nicht weiter... Würdest du bitte aus dem Weg gehen? Danke. Da brauchen wir gar nicht weiter drüber diskutieren. Überhaupt gar nicht. You'll never get laid looking like that, kid. Entschuldigung. Nur weil du deinen Hosensack in der Hose trägst oder was? Du verficktes... Weißt du, ehrlich. Die Erwachsenen von heute, was geht denn hier so? Hi. Who is the Coon, Alter? Timmy and the Lords of the Underworld. Timmy, genau, das war eine ganz hervorragende Band, Alter. Ich bin fürchterlich begeistert. What? Need to tame a horse in Minecraft? Ist das jetzt ein Zeichen, Alter? Soll ich, muss ich jetzt Minecraft spielen? War ich hier schon drin? Falls nein, was gibt's hier? Ich bin so ein bisschen, halte ich mich noch zurück irgendwie in diesem Spiel mit dem ganzen Entdecken und so, weil...
Aber auf der anderen Seite weiß ich gar nicht warum, weil irgendwie, sobald ich irgendwas angefangen habe zu untersuchen, war es immer ziemlich lustig. Hi. They're gonna interview me for a piece on youth narcissism. I can't wait to read about me. Toll. Super, hervorragend. Aber Gott sei Dank neue Freunde. Also ich meine, da muss man schon mal nehmen, Alter. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste mal langsam aber sicher wieder mein Outfit ändern. Aber ich meine, der Helm, der ist zu nützlich. Ich kann den Helm jetzt nicht abgeben, weil Danke. Ach Moment, stopp. Ist das der Ort, an den ich unter die Erde gehen kann, muss, soll für Al Gorrington? Ich glaube irgendwie schon. Dann wollen wir das doch mal tun. Oh Gott, in die Kanalisation. Mal gucken, wie viele Episoden wir jetzt wohl machen können, ohne die Hauptquest weiterzumachen. Warte mal. Achso, wie komme ich denn jetzt hier rüber? Wie genau, wenn wir hier rüberkommen? Ich habe keine Ahnung. Ja, kann ich... Na, vielleicht kriege ich später noch irgendwelche Items dafür. Also wenn das bitte hier in den Comments und so. Den ganzen guten Kram, ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal, stand jetzt einfach mal davon aus, dass ich da irgendwie später nochmal dran kann. Warte mal, kann ich zur Schule irgendwie fast traveln oder zumindest in die Nähe? Ich kann nicht in die Nähe, das ist ja hier quasi die Nähe. Quasi. Man muss quasi, hab ich schon mal quasi gesagt? Nein, ich habe nie quasi gesagt, meine Damen und Herren. Hervorragend. Hi, danke, das hätte ich gerne. Was war jetzt quasi mein Satz? Keine Ahnung. Irgendwas Wichtiges, vermutlich irgendwas Wichtiges. Ich möchte gerne immer noch dieses Chin-Pokémon, aber dafür muss ich wahrscheinlich hier komplett durch, ne? Ich werde jetzt noch nicht da durchgehen, ich gehe mal da... Entschuldigung, solltest du nicht einen längeren Rock tragen? So, jetzt werde ich nämlich mal der Judgmental-Typ hier, Alter. Warte mal, da täte ich, glaube ich, gerne kaputt. Ja. Das wirklich an der neuen Waffe liegt, ich habe keine Ahnung, aber ich nehme es gerne so mit, weil... Mehr Items. Hi. Ach, mir fehlt jetzt nur noch einer. Wo ist denn wohl der letzte von diesen... Wo ist der letzte von diesen lustigen Fast-Travel-Dingern? Ich vermute mal irgendwo... Also wenn ich jetzt raten müsste, hier oben. Weil hier oben ist eine Zeit lang gar nichts. Das nächste hier oben in der obersten Reihe. Oder bei der South Park Shopping Mall. Na, ist egal. Wir werden das schon noch früh genug rausfinden. Hi. Ach, du willst nicht mit mir reden. Da kriegst du natürlich auf die Schnauze. Ich möchte gerne einen Polizeiwagen haben. Hat der sich jetzt gefreut? Hast du dich jetzt gefreut? Das fängt früh an, Alter. Das fängt früh an. Adieu, Alter. War eine schöne Zeit mit dir auch. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich hier nicht hin muss, aber die Dinger kann ich... Wenn ich die einmal wegfurze, sind die dann dauerhaft weggefurzt? Also das Ding ist, man muss in diesem Spiel wirklich aufpassen. Das habe ich in den Comments schon mal gesagt. Man muss in dem Spiel wirklich aufpassen, dass man, wenn man sich unterhält oder so, dass bestimmte Sachen nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden. Weil wenn hier Sachen aus dem Zusammenhang gerissen werden und das irgendwie hört, Alter Schwede. Hey! This is detention, okay? Mickey! Stop looking at your watch because you're here for 3 hours, buddy, okay? Cool. Whatever. Now don't think your friends are gonna come bust you out this time, Craig. My name is Feldspar, and I'm a level 6 thief, and the humans will soon rescue me from this spot. No, your name is fucking Craig Tucker, and you're in detention. Now start doing your homework. Fucking Craig Tucker. I've got all the doors sealed, and I've got hallway monitors working overtime. Nobody's gonna save your ass today, Craig, okay? Bitch. Sehr schön. Okay, Mr. Mickey ist also sauer. Und wir müssen jetzt wahrscheinlich gucken, wie wir den rauskriegen. Ich gehe mal zur Kaffee... Ist Chefkoch in dem Spiel? Ich weiß, dass der schon seit ein paar Seasons nicht mehr in der Show ist. Aber ich möchte Chefkoch haben. Krieg ich Chefkoch? Ich möchte Chefkoch haben. Ich möchte gerne mehr Chef. Wir haben auf jeden Fall, wir haben bestimmt nur die Mikrowelle da unten aus dem Loading-Screen. Das wäre sehr, sehr traurig für mich. Aber das macht gar nichts, meine Damen und Herren. Was sich auf dem Schulgelände und so weiter befindet. Werden wir ab der nächsten Episode rausfinden. Bis dahin. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und du bis zum nächsten Video. Ja, meine Damen und Herren. Tschüss.